Moin Leute, hier ist Alex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge geht es um den Sitz. Ich kürze das Kunststoffteil hinten unterm Sitz und zeige euch, wie ich den Sitz befestige mit dem Zusatzteil, was ich brauche und was es da für Unterschiede gibt, je nachdem, wie man den Sitz positioniert. Viel Spaß! So, und dann geht's auch schon los. Ich habe einige Fragen im Vorfeld bekommen, bei Instagram, bei Facebook, auch bei YouTube. Da ging es auch um die Befestigung, wie man das alles am besten macht. Und ich habe im Vorfeld ja schon gesagt, dass es zwei Varianten gibt. Einmal ist es diese Abdeckung, die hier so oben drüber geht und hier an den Seiten so ein bisschen höher ist. Die lässt sich mit der Originalbatterie verarbeiten. Und das andere Teil, das werde ich ja machen, ist mit dieser flachen Abdeckung. Und dafür braucht ihr allerdings die 105 mm hohe Batterie. Das heißt, ihr braucht eine andere. Das, was ich immer als erstes mache oder auch gemacht habe, ist dieses dicke Kabel, also der ganze Kabelstrang. Den setze ich einmal hier drunter. Der sitzt normalerweise von außen hier so um diese Querstrebe rum. Der lässt sich einfach hier drunter schieben. Und den könnt ihr entweder hier drunter nachher verstecken unter dieser Querstrebe. Oder, ich glaube, das werde ich sogar dieses Mal machen, wenn ihr vorhabt, euch so eine Werkzeugtasche oder so eine Werkzeugrolle hinten ranzuschrauben, dann kann man das auch da drin gut verstecken, indem man einfach nur einen ganz kleinen Schlitz reinmacht und dann habt ihr das eigentlich gut versteckt. So, und das Blech kommt ja nachher hier von unten rein. Das heißt, ich schiebe das so drunter. Und das habe ich beim letzten Mal genauso gemacht. Für Leute, die vorhaben, das CDI und den Sicherungskasten, das Sicherungsrelais hier an Ort und Stelle zu behalten, die müssen dieses Ding natürlich beibehalten, schieben das drunter und dann biegen die das ein ganz bisschen nach. So ist das komplett abgedeckt. Ich will allerdings hinten diese Werkzeugtasche haben. Und dafür ist mir das hier vorne einmal im Weg, weil die Werkzeugtasche, wenn das hier so bleibt, wie es ist, passt die einfach nicht vernünftig ran. Ich habe eine etwas größere und deswegen flexe ich gleich als allererstes hier diesen Streifen ab, so dass ich bündig hier vorne mit dieser Außenkante der Querstrebe bin. Und als zweites, und das mache ich gleich im Anschluss, nehme ich das Kunststoffteil hier hinten, diese Abdeckung, die drauf ist, und schneide die auch ab, weil der Sicherungskasten hier nicht mehr rankommt. Also entweder verstecke ich den irgendwie oder verstaue ich den hier unten irgendwo. Oder den stecke ich auch nachher in die Werkzeugtasche. Das kann man gut machen. Die dritte Option ist, die habe ich jetzt nicht gewählt, dass man jeden einzelnen Strang verlängert und den auch irgendwo in den Seitenkästen platziert. Ist mir persönlich aber viel zu viel Arbeit und das ist es auch absolut nicht wert. So, ich flex jetzt mal eben das Abdeckblech hier vorne ab. Zeitgleich mit einem Sägeblatt schneide ich das hier ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, als erstes habe ich jetzt diese Kunststoffabdeckung hier abgeschnitten. Oh, so sieht man es. Das ist das, was übergeblieben ist. So war das ja hinten dran. Ne, andersrum. So, das habe ich einmal längs abgeschnitten mit dem Sägeblatt. Und habe das noch ein bisschen mehr abgeschnitten. Das hat nämlich einen einzigen Grund, dass ich meine Werkzeugtasche, die halte ich gleich mal eben ganz kurz ran, dass ich die da vernünftig reinkriege. Ich zeige euch das mal eben von hinten, wie das aussieht. So, das ist jetzt nicht picobello gerade abgeschnitten, hat auch vielleicht den Grund, dass man da nicht rankommt. Aber dieses Teil sieht man nachher überhaupt nicht, weil von vorne die Werkzeugtasche drauf ist. Und von oben kommt ja dieses Abdeckblech, was ich gleich noch kürzen muss. Und so sieht es auf jeden Fall aus. So kann man jetzt hinten perfekt auf die Schwinge drauf gucken. Das muss man natürlich, wenn man das schon alles so frei hat, einmal vernünftig sauber machen. Und dann zeige ich euch das mal eben, wie das aussieht mit der Werkzeugrolle. So, und diese Werkzeugrolle hier, wenn ihr wollt, kann ich euch da einen Link in die Beschreibung mit reinhauen. Die habe ich von Amazon auch bestellt. Die habe ich bei meinem alten Motorrad oder bei dem ersten Bobber habe ich mir die auch schon geholt. Ich finde die ganz cool. Preis-Leistung stimmt. Dann habe ich mir die geholt und das Beste ist daran, dass die hier vorne einfach perfekt reinpasst. Dann kommt die nämlich so hier ran und bleibt auch da. Und das passt von dem Maß her, passt es einfach perfekt. Da drinnen sind noch so kleine Schnallen, ich kann die mal rausholen. Ja, man hat ja entweder die Möglichkeit, das hier rum zu machen und festzumachen, oder hier sind noch so Lederriemen. Und dann kann man das nachher hier vorne einfach rummachen. Hier um diesen Querträger herum. Und dann passt das eigentlich direkt schon perfekt. So,
Und jetzt mache ich mich mal eben hin und kürze mal eben das Abdeckblech. Bis gleich. So, ich habe gerade das Abdeckblech gekürzt. Ich muss mal hier vorne rangehen. Hier sieht man es. So kommt das jetzt ran, bevor wieder irgendwelche Fragen auftauchen. Und ich bin manchmal etwas genervt, weil ich eigentlich alles immer erzähle, wo ich was her habe und wie ich was mache. Und ich kriege trotzdem immer noch die gleichen Fragen gestellt. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Obwohl ich das versuche, schon relativ detailliert zu erklären. Ich habe das jetzt hier hinten nur gekürzt, weil ich diese Werkzeugrolle haben will. Normalerweise muss man das nicht kürzen, weil dieses Teil, das ist von Shop-It, so ein Batterie-Abdeckblech, das passt eigentlich direkt auf Anhieb. Man müsste es hinten nur ein ganz klein bisschen ranbiegen. Das kann man allerdings mit der Hand machen. Ich will ja hinten diese Werkzeugrolle drauf haben, deswegen habe ich das hier hinten überhaupt gekürzt. Und hier hinten, wenn man es nicht machen will, lässt man das CDI und das Sicherungsrelais lässt man hier einfach dran. Lässt dieses Teil als Bauteil komplett, schiebt das von unten rein und fertig. Und das passt. Ja, dadurch, dass ich das jetzt ein bisschen weiter reingeschoben habe, habe ich das hier oben noch ein bisschen bearbeiten müssen. Das ist jetzt nicht hundertprozentig sauber und die Radien stimmen noch nicht. Das muss ich gleich noch ein bisschen nacharbeiten. Aber im Grunde genommen passt das. Ich kann jetzt einmal reinhalten und dann kann ich euch das zeigen. So, ich erspare mir das jetzt euch einmal festzuziehen. Aber so kommt das nachher drauf. Das sieht vernünftig aus. Ich mag das halt, dass es hier komplett bündig ist. Und jetzt ist für mich das Relevanteste, bevor ich überhaupt mit dem Sitz anfange, dass ich die klare Sitzposition definiere. Und da gibt es Folgendes zu beachten. So, und jetzt kommt nämlich der Clou mit dem Sitz, weil ich mit einem Zuschauer vorgestern ganz, ganz lange hin und her geschrieben habe und das eigentlich eine ganz wichtige Sache ist. Grundsätzlich sollte man sich erstmal die Frage stellen, wie lang der Sitz sein muss und wie breit er ist. Ich habe, das könnt ihr ja sehen, wenn ihr das mal mit meiner Hand vergleicht, das ist ein relativ kleiner Sitz. Also der wirkt vielleicht ein bisschen größer, aber ich würde schätzen, der ist minimal größer als ein Fahrersitz. Ich finde den extrem cool, habe ich auch von Amazon. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare und dann kann ich euch den auch verlinken. Hat gekostet 130 oder 140 €, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, müsste ich nachgucken. Und als ich angefangen habe, den anderen Bobber umzubauen, wollte ich unbedingt diese Sitzfedern, die damit bei sind, die wollte ich unbedingt haben, weil ich einfach finde, dass das zu dem Look dieses Motorrads, dass es einfach super gut passt. Jetzt ist die Frage, vorne wird er ja befestigt mit diesem Sitzhalter. Ich packe ihn mal ganz kurz aus. Und da kommt eigentlich schon das allererste, was mir damals aufgefallen ist. Das hier wird hier hinten einfach nur so dran geschraubt. Ich mache das mal eben ganz kurz so, ganz objektiv dran. So, wenn ihr es wollt und ihr seht ja, wo hier hinten diese Bolzen dran sitzen. Oftmals versuchen das Leute, dass sie das hier in diese Querstrebe mit einbauen. Ich kann das ja nur ranhalten, so ungefähr. Und dann kommt das hier vorne ran. Und dann seht ihr schon, dass der Look oder die Linie des Motorrads einfach komplett im Arsch ist, weil dieser Abstand hier viel zu hoch ist und der ganze Sitz auch viel zu hoch ist. Bei diesem Motorrad, und das ist eigentlich auch ein Riesenvorteil, den man hat, ist, dass der Rahmen aussieht von oben rechts nach unten links, als wenn das ein Starrrahmen wäre. Das heißt, die Linie geht exakt so. Und diese Linie darf man normalerweise nicht brechen. Wenn ich jetzt den Sitz so anschrauben würde, so, dann würde das zum Motorrad passen. So würde das auch noch passen, also ein bisschen schräger. Was viele Leute allerdings machen, und das ist für mich ein absolutes No-Go, einfach nur um die Sitzfedern zu halten und um sich hier irgendwelche Mühen zu ersparen, die bauen den Sitz ungefähr gefühlt so an. Und das sieht für mich absolut beschissen aus, weil ich natürlich versuche, das Motorrad möglichst flach zu halten. Und wenn ich das flach halten will, dann kann ich nicht den Lenker flach machen, das hinten so ein bisschen runterdrücken und dann auf einmal den Sitz, jetzt übertrieben gesehen, so anbauen. Und deswegen mache ich den hier vorne so drunter. Das Problem ist hierbei, wenn ich das mal so ein bisschen hochhalte, ich habe hier keine Befestigungspunkte und nichts. Und ich kann euch mal zeigen, wie ich das bei dem anderen Motorrad gemacht habe. Und genauso werde ich das bei diesem Motorrad auch machen, weil es die leichteste Lösung ist. Die Batterieabdeckplatte, die wird ja eh befestigt. Ja, die muss ja hier vorne durch die Löcher. Da sind auch schon Löcher vorgebohrt. Das ist ganz gut. Und ich biege mir einfach einen Flachstahl. Bei dem anderen habe ich es geschweißt. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt biegen kann, wo diese beiden Löcher hier mit verschraubt sind.
Und was einfach so ein bisschen nach hinten geht, weil der Winkel von diesen Schrauben ja so ist und die gehen so. Das heißt, ich brauche ein Teil, was so ein bisschen gebogen ist, wo ich nachher die Bolzen hier reinkriege, die Gewindebolzen. Und dann kann ich das Teil nämlich vorne auf diese Position ungefähr befestigen, drücke die runter und bin genau an diesem Flachstahl dran, der hier an diesem Querträger verschraubt ist. Ich kann euch das mal eben zeigen, wie ich das drüben bei dem anderen Motorrad gemacht habe. Da sieht man nämlich nachher auch kaum. Ich versuche das mal scharf zu stellen. So, und genau so habe ich es gemacht. Da hinten sieht man noch die Schraubenköpfe. Und dann muss man halt hier, damit das ein bisschen cooler aussieht und damit man ein bisschen überbrücken kann, um den Winkel zu treffen, kommen da kleine Hülsen rein. Und so, wenn man jetzt von der Seite guckt, sieht man, dass die Linie des Motorrads, dass sie einfach absolut homogen ist und so einfach schön gerade runterläuft. Wenn ich den Sitz jetzt hier oben hingemacht hätte, so wie einige das machen, hier vorne hin, dann ist die ganze Linie kaputt. Und deswegen ist das bei diesem Motorrad eigentlich auch extrem schade, dass man aufgrund dieser Querstrebe die Sitzfedern relativ schlecht befestigen kann. Ich habe schon viele Leute gesehen, die da irgendwas angebaut haben. Ich habe unheimlich viel schreckliche Sachen auch gesehen, wo ich am liebsten zusammengebrochen wäre. Aber das ist halt Geschmackssache. Mein Ding ist es halt überhaupt nicht, den Sitz so hoch zu machen. Und die andere Möglichkeit, die es gibt, ist aber ja nicht ganz einfach, ist diese Querstrebe hier wegzuflexen und einen Flachstahl ungefähr auf dieser Höhe hier quer rüber zu schweißen. Und dann kann man nämlich die Sitzfedern, hat man das Problem nicht mehr, dass man diese Querstrebe hier im Weg hat, kann die Sitzfedern vernünftig unten befestigen. Das einzige Problem dabei ist, dass man dadurch oder damit normalerweise nicht durch den TÜV kommt, weil keiner will, dass man gerne am Rahmen irgendwie flext oder schweißt. Wenn irgendwie geschweißt wird, muss das irgendwie eine Werkstatt machen, die so eine Schweißzulassung hat, glaube ich. Also, dass die berechtigt ist, Rahmen zu schweißen. Und den Rahmen flexen darf man auch nicht einfach so, weil das im Prinzip auch so eine Art tragendes Teil sein kann. Und das muss erstmal bewiesen werden, dass diese Querstrebe, die man unten ranschweißt, dass sie mindestens genauso viel hält wie diese Querstrebe. Und ich baue jetzt aus einem Flachstahl, das habe ich hier irgendwo rumliegen, ich weiß gerade gar nicht, wo das ist, auf dem Tisch, genau, baue ich jetzt dieses Adapterstück. Bis gleich. So, die Adapterplatte ist jetzt fast fertig. So sieht das gute Stück aus. Sieht alles jetzt gerade noch ein bisschen wild aus. Die Schweißnaht ist hier auch nicht die beste, aber das müsst ihr mir verzeihen. Ich habe nur ein Elektrodenschweißgerät. Und selbst das ist nicht so gut. Aber das wird nachher eh schwarz lackiert. Das sieht man nachher nicht. Und ansonsten ist es eigentlich ganz gut geworden. Ich habe hier oben ein bisschen größere Löcher reingebohrt. Das ist noch nicht entgratet. Damit ich ein ganz bisschen Spiel drin habe. Hier vorne könnt ihr sehen, dass ich die oder den Sitzhalter, so heißt er glaube ich, dass ich diese Spitze schon mal dran gemacht habe. Dafür ist es eigentlich ganz wichtig, dass dieses Gummi, was hier vorne drin ist, dass das einmal gedreht wird, weil die andere Seite dünner ist und man den Platz unten einfach braucht, weil sonst der Winkel hier nicht stimmt. Und ansonsten kommt das Teil hier nachher so dran. Ich schraube das mal eben ran, beziehungsweise nur oben ran und den Sitz ran und dann könnt ihr mal gucken, wie das aussieht. Was ich mir zeitgleich habe auch fertigen lassen, sind so kleine Aluboxen. Ich habe mir die aus Kunststoff auch nochmal in Schwarz drehen lassen. Beim anderen Motorrad hatte ich die aus VA, aber das ist eigentlich vollkommen egal, woraus das ist. Das hat einfach nur den Grund, dass der Sitz, so wie er ist, das kann ich euch mal zeigen. Schraubt den mal ran. So sieht das Ganze nachher aus. Und dadurch, dass der halt so geneigt ist, stimmt dieser Winkel hier vorne nicht. Und man kann das hier nicht noch mehr biegen, weil das sonst unten gegenstößt. Und dafür sind diese Adapterstücke da. Und wenn man die drauf macht, dann ist es eigentlich ganz simpel und sieht auch noch cool aus. Und dann sieht das Ganze nachher so aus. Ich muss sie gleich nochmal vernünftig ranmachen. Einmal festziehen und dann passt das eigentlich perfekt und man sieht die Platte nachher auch nicht mehr wirklich. So, ich schraube das mal eben ganz schnell ran und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe den Sitz jetzt mal ganz obligatorisch dran geschraubt. Der ist noch lose. Hier unten die Bohrung, da habe ich noch keine Schrauben reingemacht. Das hat einfach nur den Grund, wenn es für mich einmal vernünftig passt, dann nehme ich eh das ganze Teil einmal auseinander, weil das nachher alles lackiert wird. Ein bisschen nacharbeiten muss ich hier auch. Das kann ich euch mal zeigen. Jetzt kenne ich nämlich ganz genau die Position hier und kann diese Radien, die feile ich komplett ab, bis zu dieser Hülse oder bis zu dieser Buchse.
Und das, was auch noch auffällt, wenn man von unten guckt, da, das hat sich durch Schweißen, hat sich das immer noch leicht verzogen, ganz bisschen drückt das die Schraube ran. Allerdings will ich das lieber vernünftig biegen, anstatt dass es nachher durch die Schraube da irgendwie festgezogen wird. Ich kann euch das einmal von hinten zeigen. Sieht jetzt vielleicht extrem krass aus, weil man es mega sieht. Wenn ich jetzt zu dem anderen Motorrad gehe, flitzen wir mal einmal rüber. Und seht ihr selber, das sieht man gar nicht so heftig. Wenn man es weiß, aber wenn man ganz normal steht hinter dem Motorrad, dann sieht man es eigentlich nicht. Ich kann ja einmal die Werkzeugrolle da hinten dran machen, dann könnt ihr es besser sehen. So, und so wird das Ganze nachher aussehen, wenn man das ein bisschen randrückt. Und das finde ich ist ein extrem cooler Look für das Motorrad und das passt auch zum Motorrad selber. Also wenn man sich das so anschaut aus dieser Perspektive, finde ich das cool, dass man da drunter ein bisschen durchgucken kann, die Linie bleibt behalten. Von hinten, von vorne sieht alles gut aus und dann passt das. Ja, und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Das nächste Mal gehe ich an die vorderen Blinker. Da kommen ja die von Kellermann rein. Und da habe ich so Gabelklemmen oder wie die heißen. Die brauchte ich nämlich für die neuen Blinker. Und dann geht es langsam schon los mit dem Heckfender. Das schaffe ich aber wahrscheinlich erst übernächstes Mal, weil das doch ein bisschen mehr ist, was ich auch vorbereiten muss. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Denkt wie immer dran, wenn euch die Videos gefallen sollten, lasst mir ein Abo da und lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut, ciao.